Oh, Freunde, ich habe mich übrigens informiert. Wir werden ab morgen umziehen, Freunde. Wir alle zusammen. Wir werden umziehen von Tippy Stream zu Stream Elements, Freunde. It happens. Vergiss niemals, wo du herkommst, Kevin. Geil. Ich habe Angst. Was ist das jetzt für ein Link hier? Oh boy. Make Domo great again. Ich will Domo eigentlich mitnehmen, aber die Karre ist bis oben voll mit fucking Paketen von euch. Wird schwierig. Freunde, es ist nur ein Lüfter, okay? Domo hätte da noch easy reingepasst. Nein, hätte er nicht. Da war alles voll. Ich sieh so. Digga, ich sieh breit aus. Damit bedanken wir die 13, Buddy. Karl, da liegt ein toter Mensch in unserem Haus. Ja. Oh, hey, wie kommt der denn hier rein? Aber im Pfiff, wir haben es alle schon gesehen, Bro. Karl, was hast du getan? Ich weiß nicht. Erzähl mir, was passiert ist, Karl. Ich habe ihn noch nie in meinem Leben gesehen. Warum hast... Wir haben letztens irgendwie die schwäbische Version oder so davon gesehen. Warte mal, schwäbische... War es die schwäbische Version? Hier. Karl, was hast du denn da? Kam Kalle raus mit der Sprache. Den hab ich gewiss nicht gesehen. Warum hast du den umgebracht, Kalle? Hey, du, keine Fliegwasser. Das selbst werde ich nicht machen. Kalle, was hast du da, fahre ich heimgekommen bin? Ja, ich war da oben. Und weiter? Ja, war in meinem Zimmer. Weiter. Hab den Krieger gelesen. Komm, lass laufen. Legit, keine Ahnung, was sie da sagen. Und? Bin auf dem Zoo und hau ein bisschen in den Brust reingeritzt. Kalle, das ist tödlich, du Dackel. Das hab ich jetzt gewiss. Wie kann man so etwas elementar sein, wissen? Ja, mein Fehler, wie halt nicht. Und was ist mit seinen Händen? Warum hat er keine Hände mehr dran? Ja, ich habe sie gekocht und gefespert. Karle, geht's noch? Gefespert ist auch so ein lustiges Wort, Alter. Das sagt Rietzmann auch immer. Naja, ich habe halt Appetit auf ein Bärle hingekriegt. Warum sagt er so etwas da? Ich habe halt Hunger auf Hände, also lass mich. Karle! Mein Mager hat ganz schön gerührt. Karle! Bloß Hände hin und ruhig stellen können. Damn, was son, hat da bloß where'd you find this? Ach, Bruder. Gratuliere mir zu meiner bestandenen Theorieprüfung, du Sau. Herzlichen Glückwunsch, Bro. Du wirst die Praxis wirst du eh choken. Danke für die 500 Bits, Bro. Ich werde ein Supervater, oh mein Gott. Mein Kind wird 24/7 beleidigt werden später. Aber ich glaube, genau dafür sind Kinder da, oder? Um Aggressionen rauszulassen. Dafür holt man sich Kinder. Okay, ich muss euch kurz was erzählen, bevor wir den Link hier abchecken, okay? Freunde. Ich glaube, die Aliens sind bei Basti zu Hause vorbeigekommen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Basti ist ein anderer Mensch. Er hat mich angeschrieben, meinte, hey Bro, ich gehe heute schon 15 Uhr online. Wollen wir direkt am Anfang Rocket League spielen? Ja, also ohne Minecraft vorher. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Seine Freundin verändert ihn. Seine die Freundin hat, Bro. Where'd you find this? Die Arme. Freunde, meine Vermutung ist, dass Basti einen Zwillingsbruder hat und mit dem schreibe ich hier gerade. Anders kann ich mir das nicht erklären. Oder die Aliens waren bei ihm zu Hause und haben ihn verändert. Aber Freunde, das ist nicht fucking Basti hier. Wirklich, guck mal, die Nachricht kam reingeflattert vorhin. Kevin, klingt vielleicht komisch und jetzt nicht erschrecken, ich würde eventuell heute früher anfangen zu streamen, also jetzt gleich. Jetzt gleich, kam um 15 Uhr rein. Ich würde Rocket League spielen wollen. Ich bin immer dieselbe Person, aber ich hab Bock. Pass auf, gleich sagt er was mich richtig schockiert hat. Das als Minecraft zu streamen und fang früher an, aber ich habe Lust, was anderes als Minecraft zu streamen. Wait, what? Ich hab Bock. Was anderes als Minecraft zu streamen und fang früher an. Was da los? Ich wollte nur fragen, ob du eventuell dann auch mal Bock hast, vielleicht heute vor 19 Uhr oder so mal schon mal Rocket League oder so zu zocken. Hehe, Kuss. Dein Basti. Das ist nicht Basti, Freunde. GRG. Dafür hat er extra eine extra Sprachnotiz gemacht. GRG. Danke, Basti. Wirklich, also vielen Dank. Nur ein Lüfter, sagt er. Wait, was habe ich hier gemacht? Bro, hä? Damn, son, where'd you find this? Warum schlage ich mit meinem Lüfter ein Schokoladenhufeisen? Was mache ich hier? 1000 Grad heißer Domo gegen Schere. Boah,
Damn, Bro. Son, where'd you find Was this? Was ist heißt der Domo gegen iPhone. Ich war lustig damals. Damn, ich vermisse die Zeit. Where'd you find this? Ich war lustig. Damn. Oh, jemand hat sogar den Originalclip. Holy shit. Oh, der ist noch mal viel lauter. Nice, danke, Bro. War laut gleich lustig. Damn, warte mal, hat ein Clip, wo ich meinen Bauch zeige, 11.000 Views? What the fuck? Zu viel, zu viel. Ich sehe aus wie so ein Typ aus dem Stripclub, Alter. Ich sehe aus wie Mond. Also wie ihr wollt. Los. Also, seid ihr zufrieden mit eurem? Nee, ich möchte mit den kleinen Bechern nach vorne. Warum hat der Clip 11.000 Aufrufe? Warum der 940.000 hat, kann ich verstehen. Aber warum hat der hier 11? Hey, can I copy your homework? Yeah, just make sure to change it a little. Freunde, meine nette Dame, mein nettes Girlfriend schreibt zum ersten Mal E-Mails jetzt für mich. Okay, warte mal. Alter, ich wurde zu einem TV-Experiment eingeladen. Holy shit. Oh, und ich soll als Superhirn auftreten. Das ist ja perfekt. Das ist aber legit die richtige, also die, das ist legit. Das ist kein Bullshit hier. Das ist eine Firma, die kenne ich. Die arbeiten für ProSieben und so. Ja, es passt. Was ist das hier? Geil. Oh, das ist ein Film. danke für die 3 Euro, Buddy. Vielen Dank, Mann. Not schon free Jella Snow, free Domo. Ist es neu? Ist es neu? Habt ihr einen Song gemacht? Über Domo? Hat mich jetzt schon abgeholt. Kevin hat einen kleinen. Papa macht den Stream an. Im Intro laufen viel zu viele Lieder. Aber das ist uns egal, denn wir freuen uns auf unseren Freund neben dem Regal. Die Cam geht an. Domo steht da. Ich schaue gespannt auf seinen Körper. Um ihn zu beschreiben, gibt es keine richtigen Wörter. Diese Kurven, diese Haut, diese Furchen, keine Frau. Auf dieser Welt bringt mich mehr zum Staunen. Doch dann steht er nicht mehr im Raum. Diesen Schurken werde ich hauen. Kevin, du hast gar kein Recht, unseren Domo zu klauen. Bring Domo zurück oder ich. Ja, sag was, ich bin gleich da. Ich hab mir viel zu viel Zeit gelassen. Bring Domo zurück oder ich kündige mein Abo. Hashtag Free Domo. Das ist nice. Das ist nice. Ich will Jellas Part noch hören. Wir hören es zu Ende kurz. Und dann fangen wir an mit Gameplay, alright? Sei Basti bitte 3 Minuten da. Ich gehe schon in sein Teamspeak. Das ist nice, Jungs. Gib dem Jungen mal ein bisschen Upvotes hier. Vielen Viewer nur durch ihn. Das erste Mal im Stream, ja, und wir haben uns verliebt, ja. Du hast bei ihm gelutscht für den Fame, ja. Ausgenutzt für das Geld, ja. Freunde, ich war schon auf dem Weg nach oben auf Twitch, bevor Domo da war, okay? Domo kam ja später dazu. Das ist andersrum. Ich hab Domo groß gemacht und ich mach ihn wieder klein, alright? Und ich bin nicht wegen Geld gegangen. Vergiss deine Wurzeln, vergiss, wo du herkommst. You know, du vergisst deine You know. Oh Gott, schwierige Zeit. Vergiss deine perfekten Amazon-Bewertungen. Wunderbar. 1000 Grad heißt der Domo, du schlägst ihn auf den Tisch. Ich rief das Lüftungsamt, ja, ich hoffe, sie finden dich. Das Lüftungsamt. Bist du ohne Domo, Domo. Er wird vermisst in deiner Wohnung. Oh no. Du hast so viel Scheiß mit ihm gebaut. Dabei hat er sein eigenes Simon. Hier steht er allein in deinem Wohnung. We lit. Wieso holt ihn keiner mehr darauf? Hashtag Freedom. Ist nice. Ach Jungs, ich feiere das, dass ihr Musik macht. Das ist wirklich cool. Freut mich immer wieder neuen Shit davon zu sehen. Die Jungs, falls ihr das vom Tune her enjoyed habt, die haben auch noch so ein bisschen aggressivere Sachen. Könnt ihr mal auschecken auf YouTube, Jella und Notchin.
Die haben beide zwar die unglaublich kleinsten Penisse überhaupt, aber ihr wisst Bescheid. Das fände ich nice, Jungs. Gib dem Boy ein bisschen Abos auf Reddit, okay?